Servus, ich bin Paul und ich bin Mechatroniker im zweiten Lehrjahr bei der SSB. In welcher Abteilung befindest du dich gerade und was sind da deine Aufgaben? Ich bin der Duan, ich bin 21 Jahre alt und ich bin im zweiten Ausbildungslehrjahr zum Mechatroniker bei der Stuttgarter Straßenbahn AG. Ich befinde mich gerade in der Abteilung Motorenbau, wo ich zum Beispiel mit meinen Facharbeitern am Prüfstand bin, wo wir instand gesetzte oder überarbeitete Anlagen prüfen. Natürlich, es muss immer geprüft werden, bevor das wieder rausgeht in Fahrbetrieb, einfach um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. Da machen wir verschiedene Tests, zum einen die verschiedenen Steuermodule, dann natürlich der Motor an sich. Zurzeit befinde ich mich in der Lehrwerkstatt, wo ich für mich das Programmieren einer SPS und einer CNC-Maschine selber erlerne und auch das Gelernte direkt versuche, weiter mit verschiedenen praktischen Aufgaben zu vertiefen. Diese können sein, einfach nur programmieren oder auch mal an der Maschine mal ein bisschen was auszuprobieren, mal den Meister mit einzukonsultieren und dann einfach durch verschiedene Praktika dieses Gelernte auch direkt dann zu vertiefen. Dann wird aber auch, wie der Name schon sagt, im Motorenbau auch Motoren gewickelt und gebaut. Da habe ich auch mit den Facharbeitern zum Beispiel einen Motor gesteckt. Ich werde da immer begleitet. Dann zum Beispiel schon kleine Zuarbeiten machen, Werkzeug reichen. Einfach um den Einblick erstmal in die Arbeit zu bekommen, kriege ich dann auch erstmal den Theorie-Input. Ich finde, da sind die Arbeiter aus meiner Abteilung aktuell sehr gut. Die geben mir technische Begriffe und einfach die Abläufe erstmal mit auf den Weg, dass ich dann die Arbeit auch gewissenhaft verrichten kann. In der Lehrwerkstatt werden uns verschiedene Sachen beigebracht. Diese sind abhängig vom Bildungsstand, den man als Azubi hat. Also wenn man im ersten Lehrjahr ist, werden erstmal einem die Basics beigebracht. Die Sachen, die man in der Berufsschule lernt, werden einem nahegelegt. Man bekommt Theoriestunden, man bekommt Aufgaben gestellt. Aber wenn man in den höheren Lehrjahren ist, ist man selber für sich verantwortlich. Man bekommt alle Lehrmittel, alle Maschinen zur Verfügung gestellt, mit denen man über, wie auch schon gesagt, über verschiedene praktische Aufgaben, die man sich selber stellen kann, wo man auch frei ist, selber erlernen kann oder auch vertiefen kann. Auch, wie auch eben schon gesagt, ist es das Zusammenarbeiten mit den jüngeren Lehrjahren. Das heißt, diese kommen meistens auf uns zu und fragen uns einige Fragen, zum Beispiel zu deren Langzeitprojekt, dem Bau von einem Portalkran. Dort helfen wir diesen oder gehen mit denen gemeinsam an die Maschinen. Ich habe damals auf jeden Fall nach einem sicheren Arbeitgeber gesucht und dann bin ich auf die SSB gekommen. Das Konzept hat mir gefallen. Ich war hier zum Bewerbungsgespräch. Die Meister kamen mir direkt sympathisch rüber, die ganzen Leute. Ich bin mit der SSB groß geworden. Ich hatte früher Nachbarn, die schon Busfahrer bei der SSB waren und als Kind immer dem Bahnfahrer über die Schulter geschaut. Und ich wollte immer ein Teil vom großen Ganzen sein. Ich wollte immer mitwirken. Im Genauen, wie ich drauf gekommen bin, war durch Internetrecherchen, Hörensagen, durch meine Freunde, meine Umgebung. Dann habe ich mich schlau gemacht, habe es mir im Internet angeschaut und habe einfach herausgefunden, dass die Stuttgarter Straßenbahn AG ein sehr cooler Arbeitgeber ist und dass da alles sehr lässig und gechillt abläuft, in jugendlicher Sprache gesagt. Und ich wollte dann einfach mitwirken und habe mich beworben und wurde dann angenommen. An der SSB schätze ich ganz vieles. Also sei es von den Angestellten her oder das Verhältnis Angestellter und Azubi. Dass man hier halt wirklich mit offenen Armen empfangen wird, dass auch Ideen mit offenen Armen empfangen werden, dass man hier nicht an einen strikten Lehrplan gebunden ist, dass man auch Platz hat für selber, für eigene Ideen, für individuelle Ideen, die dann auch unterstützt werden. Was ich auch sehr schätze, ist die soziale Komponente. Das heißt, wir haben das Sozialwerk, wir haben die Linie G, wir dürfen uns weiterbilden, wir werden unterstützt durch unseren Arbeitgeber, unsere Lehrmittel werden zur Verfügung gestellt. Und das sind alles Aspekte, die ich an der SSB sehr, sehr, sehr schätze. Ja, dass einfach hier die Atmosphäre, das Arbeitsklima sehr gut ist, dass man hier gerne auf Arbeit kommt. Meine weiteren Ziele bei der SSB sind auf jeden Fall, mich weiterzubilden, weil die SSB das auch stark unterstützt.
Also die Möglichkeiten sind hier eigentlich fast unbegrenzt. Man kann hier weiter studieren und da sozusagen seine Ausbildung darauf aufbauen. Meine weiteren Ziele bei der SSB wären vielleicht ein duales Studium oder die Weiterbildung zum Meister oder zum Techniker, welche auch gegebenenfalls teils mitfinanziert werden über die Stuttgarter Straßenbahn. Man wird hier bei der Meisterschule unterstützt, man wird bei der Technikerschule unterstützt. Man kann ja auch, wenn man jetzt nicht unbedingt so viel Schule weiterhin haben will, man kann ja auch einfach hier sich weiterbilden als Sicherheitsbeauftragter oder Ersthelfer und so weiter. Man kann auf jeden Fall sich immer weiterbilden und vor allem, das ist bei mir auch ein großes Ziel, dass man halt nicht nur auf der Stelle stehen bleibt, sondern sich im Unternehmen immer weiter hocharbeitet, immer weiterbildet. Dadurch, dass aber die Stuttgarter Straßenbahn AG ein sehr breites Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten einem bietet, fällt es einem schon mal schwer, die richtige Wahl zu treffen. Am besten gefällt mir an der Ausbildung, dass wir so viele verschiedene Bereiche des Unternehmens durchlaufen. Also wir starten in mechanischen Abteilungen, wo zum Beispiel wie die Schlosserei, wo man halt wirklich nur mechanische Tätigkeiten macht, kommen aber auch in Abteilungen wie Elektronik oder Elektromechanik, wo man dann mehr elektronische Sachen oder elektronische Arbeiten kennenlernt und einfach wie viele verschiedene Blickwinkel wir mitbekommen. Das positive Arbeitsklima und die positive Arbeitsatmosphäre wird meiner Meinung nach unterstützt durch die 1A maschinelle Aufstellung. Diese sind zum Beispiel, wie wir heute gesehen haben, die CNC-Fräse- und Drehmaschine, die Lasermaschine, der 3D-Drucker, diese die Ausbildung meiner Meinung nach sehr, sehr gut ergänzen und auch Spaß machen, zusammen da zu arbeiten, seine eigenen kleinen Projekte zu verwirklichen. Dass man nicht nur stumpf hier als Arbeiter eingesetzt wird, sondern dass man wirklich viel lernt, viel erlebt auch. Wir dürfen auch in das Restaurant in Waldau unsere Freunde mitnehmen. Und es macht Spaß, hier zu arbeiten. Und ich würde es gegen nichts anderes eintauschen, tatsächlich.